Nächster Programmpunkt, Wiener Schnitzel. Ein Klassiker. Das ist deine Spezialität, ich ans Gerät. Okay, gut, gut. Hergerichtet habe ich mir schon eine Kalbschale. Das heißt also, dass wir nehmen immer Kalbschalenschnitzel. Also wir nehmen nicht irgendein Frikandeau oder so. Und das muss sorgfältig plattiert werden. Der Unterschied zwischen geklopft und plattiert ist ganz einfach. Wenn man nämlich diese raue Seite des Schnitzelklopfers verwendet, dann wird das Fleisch kaputt. Aber damit das nicht passieren kann, nehme ich die andere Seite und lege eine Klassikfolie darüber, damit das einfach sehr zärtlich behandelt wird. So. Das ist fertig, jetzt muss es paniert werden. In der Zwischenzeit wird der Hanna schon die Pfanne aufgestellt haben. Sehr gut. Ein bisschen mehr Öl, würde ich. Darf ich ein bisschen mehr Öl haben? Ja. Das müssen wir dann feststellen. Jetzt wird das Schnitzel paniert. Dazu nehme ich mir zuerst einmal einen Teller. Soll ich dir die Geschichte erzählen vom Schnitzel? Ja. Moment. Vorher muss ich es natürlich leicht salzen. So. Auf der anderen Seite auch. Ja gut, dann geht es zuerst ins Mehl. Es geht schon, ja. Erzähl die Geschichte. Ja, genau. Also angefangen hat die Geschichte so, im Oströmischen Reich, in Byzanz, da war die Kaiserin Theodora, und die sehr reichen, wohlhabenden Leute haben ihre Speisen, um ihren Prunk zu zeigen, auch ein orientalischer Einfluss, mit Blattgold serviert. Die Ärzte haben ihnen auch gesagt, dass das gut fürs Herz ist und für andere Organe. Und die jüdischen Geschäftsleute, die auch sehr wohlhabend waren, haben diesen Blödsinn nicht mitgemacht und haben sich gedacht, wenn man das Fleisch mit Bröseln bedeckt und dann in Fett packt, dann wird es auch so schön goldig und goldbraun. Und so ist es dann nach Andalusien gekommen, dieser Brauch, und in der Folge nach Norditalien. Und in der Renaissance kam wieder diese Mode mit dem Blattgold, auch wieder, um den Reichtum zu zeigen. Dann irgendwann haben die Feudalherren waren übersättigt und haben gesagt, das muss jetzt aufhören mit dem Blattgold. Und es wurde 1540 ein Gesetz erlassen, dass das Belegen der Speisen mit Blattgold verboten wird. Infame war es eine Wiener Speise. Und 1800, jetzt gibt es kleine. Ich bin jetzt gerade dabei, die Temperatur vom Öl zu messen, indem ich einfach eine Gabel nehme und da mit etwas Flüssigkeit das herausfinde. Das Öl soll die Idealtemperatur von 180 Grad haben, und das hat es jetzt. Und jetzt kommt es da hinein. Und jetzt kommt die entscheidende Geschichte. Durch das Schwingen der Pfanne sollte, wenn alles klappt, die Panier so schön aufgeben, wie wir so gern haben beim Wiener Schnitzel. Dass diese Welle erzeugt das wird. Ja, richtig, genau. Alles andere hast dann Brezelteppich. Ja, genau. Und wir werden schauen, ob wir das zusammenbringen. Und ich werde auch eine Zitrone schneiden. Wenn man das vorsichtig darüber hebt. Der Saft kann da schön rausrinnen. Und damit ich die Panier nicht zerstöre, nehme ich so einen Schaumlöffel und gebe hierher. Dann brauche ich aber noch eine Küchenrolle. Und zwar, damit wir das überschüssige Fett vom Schnitzel sorgfältig abtupfen können, nicht? Damit das also dann ein Bild hat. So. Sehr schön, sehr schön. Das wird gepflegt wie ein Baby. So gehört es, ja.
Gut. Jetzt wischen wir da so ein bisschen Fett drauf. Das ein bisschen Fett, ja. Sehr gut. So. So, und vorsichtig auf den Teller. Ja. Klar. Das können wir schon weg tun dann. So. Da kommt die Zitrone dazu. Das ja. Ding. Gibst du noch schaut eine? Schön aus, oder? Kann man nicht meckern. So. Wer wird es essen, du oder ich? Es wird sich wer finden, aber vorher werden wir einen Erdäpfelsalat dazugeben. Da brauchen wir. So, haben wir ein Schnittlauch. Schnittlauch haben wir auch, aber dann. Kommt ein bisschen Schnittlauch drüber. Bitte. Sehr so, erst das ist aber goldig. Dann hätten wir das auch erledigt. Danke. Bitte sehr.